Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Bild-Zeitung oder fragen Sie Ihre Giraffe oder Kartoffel. Ich heiße nicht nur Philipp, sondern euch auch herzlich willkommen zu Yu-Gi-Oh! DevPro mit dem... Grüß Gott! Also, ich heiße nicht Grüß Gott, sondern Raffi, aber... Doch, du heißt Gott, ab sofort. Ich heiße Gott. Vorname Grüß. Nee, wir haben ja jetzt einen neuen Namen für Raffi. Der hat mich jetzt die letzten Folgen jetzt immer fertig gemacht in den ganzen Duells und deswegen ist er jetzt DevPro. Ich bin der DevPro. Wegen Spiel, wegen und so. Spiel und so. Ha, lustig. Nee, ich bin jetzt der DevPro hier, weil ich dich voll fertig gemacht habe. Und ich habe mein Deck schon ausgewählt und wir sind bereit. Bist du bereit? Ja, bitte. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Ihr habt das bestimmt als Kind die ganze Zeit gesehen, aber ich kann mich kaum daran erinnern an die Serie. Muss ja richtig crazy gewesen sein. Weißt du, so sprechende Maschinen, die waren bestimmt alle unter Drogen. Wollte ich gerade mal anmerken. Also wir reden gerade über Bob der Baumeister übrigens. Ich krieg die Titelmelodie von Bob der Baumeister nicht mehr zusammen, sonst hätte ich das jetzt gesungen. Bob der Baumeister, können wir das schaffen? Ich kann's nur so bekifft. Okay. SP. Muss noch warten auf Dinge. Was machst denn du? Hä? Was soll denn das? Bin dran, du Arsch. Was soll denn alles? Alles mache ich. Okay. So, die kann ich jetzt nicht beschwören. Okay, ich setze erstmal diese Karte hier und beschwör mal eine per Spezialbeschwörung. Bitteschön. Ah, es war eine normale Beschwörung, du Arsch. So, auf das Deck wirst du dich sehr freuen. Ach so? Ja. Ach so. Wer hat wieder seine Ritze hier, den Max Z. So ist es da. Und ich bin gespannt, die letzten, wir nehmen jetzt übrigens ein paar Duelle mehr auf, also wir wollen jetzt auch morgen zur Anmerkung, also am morgigen Tage wollen wir dann auch mal wieder ein paar Folgen quasi mehr aufnehmen. So, Dankeschön. Achso, am Morgen, achso, ja. Ja, also nicht für euch, aber halt für uns morgen. Ich habe jetzt überlegt, was du meintest. Dass wir halt ein paar Folgen auf Vorrat haben, bietet sich einfach mal an. Ja, nee, dass dann wieder so was. Ja, nee, dann ist das passiert. Dann wieder hier, also hier. Dass sich einer wieder formieren muss und dann... formieren ist ein geiles Wort. Ja, geiles Wort, ne? Mhm. Ja, ich mach mal mein Dinge hier. Warte, kann ich das... Dann beschwöre ich mal den hier. Okay. Und okay, beschwöre den hier. Okay. Okay. Wieso hat sich... Ah, Mann, wenn ich mit Skype aufnehme, tut sich Dextery das Mikrofon immer leiser stellen, aber... Dürfte kein Problem sein. Mein Tee ist leer. Das Mann. Ist fies. Muss mir mal 3 Tees bereitstellen, bevor wir so eine Session machen. So. Das, Sollst du vielleicht erkennen, welches Ding das ist? Nö. Okay. Nö. Verdammt, das sieht nicht gut aus für mich. Nein! Scheiße. Spiegelkraft kannst du jetzt vergessen, du Arsch. Hab ich sowieso nicht. Okay, dann ist in Ordnung. Bitteschön. Wow, was geht hier ab? Und jetzt doch eine Kette dran, nee, kein Bock. Diese Verkettungen immer. Nochmal yeah. Spiegelkraft. Los geht's. Yeah. Next player's turn. Let's go. Alter, mir zieht's an der Hand. Ja, du bist ja auch ein Profi. Wie soll ich das jetzt hier machen? Ich könnte jetzt zu deiner Information, ich könnte jetzt ein sehr starkes Monster beschwören. Mhm. Das wäre aber sehr... Oh Gott, sorry. Ja komm, ich mach das jetzt einfach. Ich aktiviere meine verdeckte Fallenkarte, metallreflektierender Schleim. Und opfere jetzt die Hyäne, den Schleim und die verdeckte Karte. Und beschwöre ja! Das ist nicht gut. Nein. Und wir aktivieren erstmal seinen Effekt. So, tschüss. Gut. Tschüss, Sikowski. Gibst du dem bitte 7000 Lebenspunkte? Warte, nimm du. Diese Karte kann deinen. Ah! Geöffnet, ja. Das klingt gut. Ja, okay. Jetzt als Spezialbeschwörung beschwöre ich, Alter, wie viel Beschwörung ich hier mache. Zauberschläger. Okay. Battleface. Der kann übrigens direkt angreifen, also generell. So. Bin da mal gespannt. Verdammte Scheiße nochmal. Hey! Andre! Ja, okay. Hey! Hey! Yeah.
kann den Effekt immer und immer wieder machen, ist ja nice. So, du bist dran. So, ich find's jetzt ein bisschen kritisch, Ra jetzt schon zu beschwören. Also normalerweise hätte ich länger gewartet, aber ob ich dann noch die ganzen Monster hingekriegt hätte, weiß ich natürlich nicht. La la, la la, la, scheiße, la la, la la, la la, la la. Alter, jetzt. Scheiße, ich kann ja so. Ra ist tot. Ra ist gefallen, ja, weil ich seinen Effekt nicht einfach so aktivieren kann, du. Du Mongo. Ey, bitte nicht solche Ausdrücke hier. Oh, du Mongole wollte ich natürlich. Ja, nee, du Spongo heißt das. Achso. Weißt du, liest du. Warte, wenn diese Karte. Ja, okay. So, ich beschwöre Narrenkonfit. Battleface. Was? Warte, wenn ich jetzt angreife. Warte. Wenn ich jetzt angreife, greife ich dich an oder? Ja, okay, gut, er sagt's mir. So. La 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 la. Und Endface. Komm schon. Was? Alter. Hä? Auf den Angriffsmodus. Falls du dies tust, bringe diese Karte und einfach. Nein, das ist nicht. Scheiße. Das ist verdammt nochmal nicht gut. Ich glaube, Leute, dieses Duell wird nicht gut für uns ausgehen. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme. Geraten. Alter, das ist doch nicht dein. Oh, nee. Die Gewaltladung Angriff. Die Gewaltladung Action. Scheiße. Nein! Holy shit, Alter. Das hast du aber gut gemeistert. Ja. Aber auch wenn du dich jetzt wie Sau freust, dass du jetzt wahrscheinlich gewinnst. Ich habe die letzten. Also, ich habe ungefähr die letzten 4 Duelle oder so gewonnen. Daher gönn ich's dir mal, Philipp. Muss ich ehrlich sagen, war ein gutes Duell. War auf jeden Fall ein sehr gutes Duell. Aber. Alter, ja. Ich kann's halt. Ich liebe dich, weißt du? Jetzt beschwört dann noch einen. Ja, das ist notwendig. Du Opfer. Ah ja, schön gespielt. So, dann würde ich mal gucken, wie du den hier loskriegst. Ich hab schon eine Idee. Marshmallow ist einfach so die beste Karte ever. Keine Angst, ich hab schon eine Idee. Ach ja. Soll ich dir das jetzt mal zeigen, was ich für eine tolle Idee hab? Ich hasse dich. Nein! Oh nee. Jetzt tue ich den noch in Verteidigungsmodus. Wieder Marshmallow. Wenn du mich mobben willst. Ach. Feuer. Nein. Ja. Nein. Ja, das Duell können wir noch ein bisschen hinauszögern. Ja. Ich greife dich jetzt trotzdem aus Protest an. Ja, mach halt. Alter, dieses Marshmallow wieder da drüben, ey. Was soll denn der Scheiß? Ach, danke. Alter, das hat mir nochmal die Haut gerettet, aber richtig. Jawohl. Verdammt. Jawohl. Und jetzt fügt der mir immer Schaden zu. Warte. Deine Hand in deinem Fehler, falls du diese hörst. Könnte dieses Monster beschwören, aber verdammt, du hast viel zu starke Monster. Oh Mann, ey. Mann, okay, du bist. Ich glaube, das Duell kann sich noch etwas ziehen, aber ich sehe doch eher gut für den Philipp, muss ich ehrlich sagen. Komm, jetzt mach mal hin. Du kannst so eh nichts machen, du bist einfach nur schlecht. Aber mein Götterdeck ist echt gut. Verdammte Scheiße. Das ist doch nicht dein Ernst. Nein. Das ist wieder deaktiviert, scheiße. Oh, du bist echt ein Opfer. Entschuldigung, Philipp, ich hasse dich. Okay, die Karte war eh scheiße. Kann ich dich jetzt angreifen? Ja. Kannst du. Ja, du kannst jetzt wirklich angreifen. Ach ja, sehr nett. Und dann wirst du, ja. Zerstör das jetzt. Ich will das zerstört haben. Dieses Kackmonster. Nö. Führe die Schadensberechnung normal durch. Wo wurde die jetzt normal durchgeführt? Was soll denn der Scheiß? Ja, wenn sie in Angriffsmodus wäre. Und du dann angreifst. Ah, im Angriffsmodus. Ich glaube, das Monster wirst du. Ich krieg das Monster nicht tot. Soll der Scheiß? Alter, du bist echt. Nein! Nein, da die Karte! Ich bin so blöd! Du bist ganz schön doof! Scheiße! Jetzt hab ich gesagt, ich kann dich so richtig mobben! Oh, nee! Du bist ganz schön blöd! Oh, verdammt! Verdammt!
Das Lustige ist jetzt eigentlich, sieht's echt haushoch für den Philipp auf, aber der kriegt einfach die Karte. ich krieg dieses scheiße Monster. Scheiße, ey, das ist richtig lustig. Ich liebe einfach den. Ja, komm jetzt. Zöger, jetzt zieh's nicht. Ja. Ich zieh's jetzt unnötig in die Länge, ja? Ja, ja, mach halt. Und mein, mein Deck ist auch noch eher kaputt. Scheiße. Alter, das wäre ja. Oh, jetzt könnte ich mir eine richtig fette Verteidigung aufbauen. Ist ja heftig. Du gewinnst wahrscheinlich durch Deck leer. Ja, wegen einer Karte, weißt du? Ja. Das wär's ja, ey. Das wär's ja echt. Das ist da Kacke hier. Oh, mein Gott, ey. Wechsel mal mit dem Monster in Angriffsmodus und greife mein Monster an. Die Spannung, Philipp, die Spannung! So, mal bequemer hinsetzen. Ey, was hast du da getan? Was ist das für eine Karte, Philipp? Ich aktiviere den. Was? Nö, hab ich gar nicht gehört. Was? Also weniger. Du. Das ist Solar-Wiederaufladung. Was sind mehr davon? Die ist ja richtig geil, die Karte. Oh, dankeschön. What? Sagt er auch eben, hä? Lese ich da richtig bei der Karte? Supremacy Berry. Soll ich die Karte setzen oder nicht? Verdammt. Verdammt. Okay. Du bist dran. Er hat eine verdeckte Karte gesehen. Was könnte das sein? Ich habe hier keine Ahnung. Vielleicht eine Falle. Scheiße. Ich meine, toll. Schön für dich. Gratuliere. Alice Maridas. Wodka, Wodka. Scheiße. La la. So, ich habe 21 Karten, du hast doch 19 Karten für. Alter, ja. Wenn du mal im Deck tot stirbst, ey, das würde ich abfeiern. In irgendeinem Duell wird das irgendwann mal passieren, ich weiß es. Ja. Irgendein Duell wird so richtig spannend oder der eine ist so richtig im Vorteil und dann geht einfach das Deck leer. Ja. Verdammt, der Sch. Ja. Ja. Oh, oh. Gott sei Dank. Nein. Oh Gott sei Dank, ey. Oh fuck. Nee, jetzt hättest du mich ja richtig fertig gemacht. Ja. Ja toll, jetzt krieg ich einen direkten Angriff, krieg ich das sowieso ab, aber... Ich hätte dich jetzt so zerf... Das hat mir jetzt nochmal richtig in den Arsch gerettet, aber richtig. Du wärst kaputt gewesen. Endlich habe ich diesen Mist dort, diese scheiß Marshmallow-Vieh. Das ist voll unfair, das Vieh. Verdammt, ich muss das jetzt machen, oder? Was? Das hier. What? Was geht da los? Ist doch scheiße. So, bitteschön. Du musst mir nicht danken. Naja, no. Natürlich. Weißt du, ich habe gerade die mächtigste Karte überhaupt auf der Hand. Ich kann die einfach nicht benutzen. Ist richtig geil. Ich nehme mal an, du weißt, welches Deck es ist, oder? Natürlich. Natürlich. Ich kann jetzt natürlich anmerken, dass ich jetzt natürlich trotzdem Totalschaden krieg, weil die eine Karte musste ich halt im Angriffsmodus beschwören. Oh, fuck. Leute, auch wenn es schwer fällt zu sagen, aber wohl oder übel werde ich ja hier krepieren. Verdammt. Verdammt! Komm schon, Herzdecker! Herzdeckarten ist scheiße. Philipp, war echt ein gutes Duell. Ich hab's lange hinausgezögert. Du bist halt doof. Du kannst wunderschön singen. So, wir sollten mal ein Let's Sing machen. Was meinst du, Philipp? Oh, bitte. Oh, bitte. Ich bitte darum. Verdammte Scheiße. Ja, jetzt machst du es noch schmerzhaft, oder was? Jawoll. Ja, da hat der Philipp, der Noob, endlich mal wieder gewonnen. Ich gönn's dir, Philipp. Das muss man dir lassen. Vor allen Dingen, ey. Ich mach dich ja kaputt und du hast... Gut, dein Marshmallow hier hat mir nochmal kurz Probleme gemacht, aber... Ja, kurz, auf jeden Fall. Alter, wie viele Monster ich hier beschworen habe mit den Spielmarken gerechnet, ey. Das waren ja keine Ahnung wie viele, das ist ja unfassbar.
Also ich würde sagen, die Folge ist zwar jetzt etwas kurz, 13 Minuten, fast 14 Minuten, aber ich denke, wir lassen das so, weil dann können wir noch eine Folge hinten dran aufnehmen. Ja, das... dann hätten wir 4 Folgen, das reicht dann schon mal für 2 Wochen. Morgen nehmen wir dann nochmal auf. Ja. Würde ich sagen, ja, Yu-Gi-Oh! Spaß. Und jetzt ist Philipp, jetzt bin ich nicht mehr der Death Pro. Nee. Sind wir beide wieder scheiße. Zum Glück machen wir keine Take-Team-Duelle. Ja, das sind wir richtig scheiße. Würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und dann noch ein herzliches Tschüssi.